Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde zu Kingdom Come Deliverance. Ja, zum neuen Part. Und meine Freunde, wie ihr seht, wie wir stehen und liegen, abonniert meinen Kanal wunderschön, kommentiert und liked ihn. Dann habt ihr auch mehr von mir und ich von euch. Denn wenn ihr kommentiert, können wir so mit, ja, ihr wisst, was ich meint, kommunizieren. Das geht auf jeden Fall. Und meine Freunde, heute haben wir einen weiteren Quest. Denn, erstens einmal, wir haben zwei doofe Hauptquests. Mehr Kämpfe machen wir nicht. Entweder können wir hier in den Aktivitäten diebische Müller, also wir sind ja hier den Herrn Peschek oder den Herrn Wojcek. Entweder müssen wir hier oben ein paar Waffenröcke klauen. Wo ist denn überhaupt ach, wie heißt das Ding? Oder halt eben hier im Badehaus einen weiteren Ring holen. Und was Theresa wohl gerade macht, ich habe sie lange nicht gesehen. Lebenswert. Vielleicht sollte ich sie besuchen. Wie jetzt? Oh, auf jeden Fall, das ist ja genau hier nebenan. Also bitteschön, wir sind ja hier schon. Wir sind ja beim Herrn Müller in Peschek, und das ist ja auch die Dame Theresa. Und doch, ja, warum nicht? Hallo, Kuckuck. Ich wüsste gerne. Nein. Das wäre alles. Ich will jetzt gerne wissen, ich habe dir etwas mitgebracht. Wirklich? Haben wir das? Oh, Heinrich. Ist das für mich? Das muss dich Unsummen gekostet haben. Gefällt mir sehr, danke. Mach mir lieber nicht mehr solche Geschenke, sonst verwöhnst du mich zu sehr. Ah, dann mal zweimal am Tag. Na, wie geht's dir so? Ich denke immer zu an Scarlett. Ja, es war die Hölle. Aber das Leben muss weitergehen, nicht wahr? Du solltest mal den Kopf freikriegen. Was meinst du? Wollen wir spazieren gehen? Keine schlechte Idee. Und wohin willst du gehen? Ach, zum Badehaus. Wir könnten den Fluss entlang spazieren. Warum nicht? Das klingt schön. Wollen wir? Ach, zum Galgenberg klingt doch auch nicht schlecht, ne? Gehen wir. Das Klauen können wir ja eh am Abend machen oder beziehungsweise in der Nacht, ne? Wir haben ja auch Nacht. Es ist ja jetzt Mittag. Toll. Super Quests. Der Spaziergang war eine schöne Idee. Die Mühle gefällt mir zwar, aber die Arbeit ist auch ermüdend. Ich bin froh, dass du kamst. Wirklich, mein Schätzchen? Bist du das? Eines Tages würde ich gern die Märkte in Prag besuchen. Warst du schon einmal in Prag? Nein, bisher nicht. Ich kenne Kuttenberg, aber Prag ist bestimmt noch größer. Jedenfalls soll es dort ziemlich stinken. Ja, so viele Leute auf einem Fleck. Zu viele Arschlöcher. Das ist widerlich. Ich frage mich, wenn wir jetzt hier den Bach entlang schlendern oder den Fluss entlang schlendern. Ich würde zu gern einmal dem jungen Jan Hus lauschen. Angeblich predigt er in unserer Sprache. Alle reden davon. Ich wette, er sieht nur gut aus. Und deshalb fliegen ihm die Frauen zu. Du bist mir einer. Ein Prediger braucht kein gutes Aussehen, damit die Leute ihm zuhören. Und was ist mit dem Kerl in St. Jakob? Ich weiß genau, warum alle Mädchen plötzlich zur Beichte gehen. Du warst auch dort. Du brauchst es gar nicht abzustreiten. Du Halunke. Also gut, ich gebe es zu. Er sieht gut aus. Aber deshalb bin ich keine schlechte Christin. So etwas würde ich nie behaupten. Wie wär's mit einem Wettrennen? Der Letzte ist eine Schnecke. Ja, wohin denn? Ach, Gott, pass etwas besser auf. Wohin rennen?
Wie ist denn da so schnell hin? Was? Die war doch nicht vor mir. Das war jetzt spazieren? Das war spaßig. Ja, kann man vorstellen. Setz dich auf Theresa. Mit dem spitzen Ende nach vorne. Ich hörte, du hilfst Herrn Ratzig? Ja, Herr Ratzig hat mir mehrere Aufgaben anvertraut. Er behandelt mich gut und ich bekomme sogar Geld. Dann hast du Glück gehabt. Wie ist es so, dem Adel zu dienen? Ach, es ist endloser Luxus. Geld, Bankette, wild gefüllt mit mehr Wild. Huhn gefüllt mit Fröschen. Ja, und das ist gar nichts im Vergleich zu Fröschen gefüllt mit Huhn. Oder Ziege gefüllt mit... mit Schwein? Also dann. Ach, Heinrich, was mache ich nur mit dir? Wanderst durchs Land und verdrehst den Mädchen den Kopf. Der Einzige, dessen Kopf verdreht ist, bin ich. Wieso bist du nur so schön, Theresa? Hör sich einer diesen Verführer an. Wo hast du gelernt, so zu reden? Ich erinnere mich nicht an die Predigt, aber... Du Schlingel. Aber du weißt durchaus, wie man einem Mädchen schmeichelt. Nur weiter so. Ich muss jetzt gehen. Darf ich mitkommen? Nur ein Stückchen. Ich will keinen Klatsch. Das klang jetzt so... Ich muss Theresa ein paar Tagen erneut ausführen. Da müssen wir machen. Erneut ausführen. Machen wir jetzt. Also... In ein paar Tagen, was heißt das? In 2, 3, 4, 5 oder in ein paar Jahren? Nehmen wir die Jahresgarantie, ne? Die Frage auf jeden Fall, was wir jetzt hier gerade haben. Haben wir noch sonstiges? Wir haben einen Dietrich. Können wir ihn beim Müller hier günstiger kaufen? Geht das? Hallo? Sind von dir. Ich möchte noch einen Diebstahl probieren. Also gut, komm hin. Okay, das war nie so, aber. Wir müssen also mit einem Dietrich auskommen, wo wir überhaupt kaufen können, ist auch so ein Rätsel. Und wie machen wir das Badehaus? Haben wir hier irgendwelche Quests, die wir sonst noch? Gibt's hier zwei Quests? Nee, nur steht ein Ring, dass ich in der Truhe des Besitzerin der Warenhaus öffne. Okay, wir müssen wirklich nur, es gibt keinen Zusatzpoint, Punkt oder irgendetwas, da gibt's wirklich nur einen Punkt. Vielleicht gibt's ja irgendeinen Hintereingang oder so, oder irgendetwas, wo wir uns hineinschleichen können. Offenbar nicht. Oder doch? Waren wir nicht. Hat niemand gesehen. Spieler. Fertigkeiten. Schlosserknacken. Haben wir da wieder ein bisschen zugewonnen?
Beständige Dietriche, die deinen Dietriche sind stabil und halten deswegen doppelt so lange. Oh, das. Wir haben schon Stufe 4. Haben wir schon alles? Nee, guck mal. Das ist ja schon ein bisschen komisch gewesen. Stufe 4, das wäre. Na gut. Ist er offen oder was? Nein! Das ist doch doof. Sollen wir danach wieder vorbeikommen schauen? Hallo? Badinhaberin. Ich erschreck Kinders. Wir können also einfach nur warten. Warum auch nicht? Unser Alter geht runter und Energie auch, aber wir müssen ja klauen. Ach, finde die Mühle, na gut. Die sind immer noch da. Ein Stück Kinder. Das aber, die sind aber. Schon noch, alles noch erhält. Oh, Kinders. So, die pennt. Mein Gott, was tust du da? Lass das, du Elster! Oh, nö! Verzieh dich! Ich will nicht mit dir reden! Kinder.
Ich glaube, meine Freunde, wir haben gewisse Probleme mit dem Ganzen. Was? Wieso tut man... Oh, oh. Nein. Na gut, meine Freunde. Ich mache das alles hier nochmal. Und dann sind wir in der nächsten Episode wieder mit einem wunderschönen, guten Elan. Denn, ja, die Zeit ist willig. Und wir sind es auch. Pass auf, wo du hingehst. Wir gehen nun mit Theresa weiter. Aber das soll euch nicht stören. Meine Freunde, habt einen guten Tag. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Schön abonnieren, kommentieren. Eine schöne Idee. Und die Mühle gefällt mir wir sehen uns. Zwar, bis dann. Ciao und tschüss.